Hallo, ich begrüße euch. Mein Name ist Emir Sandgul. Ich bin Qigong-Lehrer und wir lernen heute eine Übung für die Schultern und die Wirbelsäule. Die Übung heißt der Wasserträger. Handflächen nach oben wenden, Arme zurück, Hände wenden und fallen lassen. Drehen, Handflächen nach oben, Arme zurück, Hände wenden und fallen lassen. Drehen, Handflächen zeigen nach oben, Blick geht zur hinteren Hand, Hände wenden und fallen lassen. Und drehen. Handflächen nach außen, heben. Arme zurück, wenden und fallen lassen. Drehen. Handflächen nach außen, Hand heben, zurück, wenden, fallen lassen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Die Arme steigen wie von selbst. Die Brust öffnet sich und die Arme fallen in Watte. Die Arme steigen wie von selbst. Die Brust öffnet sich und die Arme fallen in Wattekissen. Einatmen. Und ausatmen, einatmen und ausatmen. Und nachspüren. Wie fließt die Energie? Wie fließt die Energie? Und nachspüren. Wie kreist die Energie? Wie fließt die Atmung? Sich im Unterbauch sammeln, ohne Berührung, sich im Unterbauch wahrnehmen und alle Energie, die wir durch die Übung gesammelt haben, im Unterbauch abspeichern. Hände liegen auf. Frauen haben die linke Hand außen, Männer haben die rechte Hand außen. Wenn dir die Übung gefallen hat, kannst du uns einen Daumen hoch geben oder das Video teilen mit deinen Freunden und Bekannten oder und unseren Kanal abonnieren. Und dann bis bald.